Für den heutigen Trick habe ich diesmal nicht nur einen Zufallsgenerator verwendet, der mir diesmal die Zahlen von 10 bis 200 ausspuckt, sondern hier auch noch einmal meinen Taschenrechner. So. Und jetzt möchte ich erstmal, dass du im Spiel einfach mal irgendwo Stopp sagst. Stopp. Okay, hier. Dann markieren wir dir hier einmal, wo du Stopp gesagt hast, mit der anderen Hälfte, dass wir sie nicht mehr vergessen. Und jetzt generiert mir einmal der Generator drei zufällige Zahlen. In diesem Fall ist es hier einmal die 158. Das gebe ich dann hier einmal ein. 158 mal. Und dann, warte, komm her, mal die zweite Zahl. Das ist in diesem Fall hier die 75. Also mal 75 mal. Und dann noch eine dritte Zahl, weil wir brauchen ja drei Zahlen. Und die dritte Zahl ist in diesem Fall hier die 116. Also mal 116. So. Und jetzt kommen wir erstmal zum Pack. Ich nehme mal die markierte Stelle hier runter. Und in diesem Fall hast du ja an dieser Stelle hier Stopp gesagt, zufällig. Und wir nehmen uns jetzt einfach mal die oberen 1, 2, 3, 4, 5 Karten runter. Das restliche Spiel kann dann zur Seite kommen. Das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt klicken wir einfach mal auf Ist gleich. Und wir haben in diesem Fall bei den drei Zahlen die Zahl 54.974 rausbekommen. Und wenn wir das jetzt mal mit deinen ausgewählten Karten vergleichen, haben wir als erste Karte hier eine 5, beziehungsweise hast du eine 5 ausgewählt. Als zweite Karte hast du eine 4 ausgewählt, also 54.000 schon mal. Ich lege es mal hier hin. 54.000. Dann als nächste Karte. Jawohl, hier eine 9. Also 900. Und die nächste Karte müsste genau eine 7 sein. Und die letzte Karte dann demnach eine 4. Also hast du genau die Zahlen 54.000. 974 ausgewählt, wie es hier in dem Ergebnis mit den drei zufälligen Zahlen rauskam. Und das war dann der Zaubertrick. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, euer Magic Erik. Ciao.